Bibelworte haben wir in unserem Leben schon so oft gehört. Und manchmal scheint es mir, als würden sie sich bei uns in unserem Glaubensleben so ein bisschen abgreifen. Als hätten sie ihre ursprüngliche Power in unserem Leben verloren, als würden sie so nebenbei mitlaufen. Eins davon ist ein Wort aus Hebräer 12, das heißt, lasst uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Lasst uns aufsehen auf Jesus. Dieses halte deine Augen fest ist ganz wichtig und entscheidend für unser Glaubensleben. Damit unser Glaubensleben gelingt, brauchen wir dieses Festhalten unserer Augen auf Jesus. Im Englischen heißt es fix your eyes. Und darin steckt genau diese Bedeutung von dem Festhalten, die Augen ausgerichtet lassen auf Jesus. Fixiere deine Augen auf ihn, deine Herzensaugen müssen immer auf ihn gerichtet sein, damit du in den Situationen deines Alltags, in deinem Leben wirklich in diesem Glauben stehen kannst, dass er, der das Werk des Glaubens in dir angefangen hat, es auch vollenden wird. Du wirst ankommen. Es ist ganz wichtig, dass wir uns entscheiden für die richtigen Dinge, dass wir da unsere Augen fixiert halten. Weißt du, die Welt, die Medien, die Umstände, das, was um uns herum so abgeht, versucht immer, unsere Augen wegzuziehen. Die Dinge, die wir sehen, die wir anschauen, die machen etwas mit unserem Inneren. Und sie berühren unseren Geist, sie berühren unsere Gedanken und sie berühren damit auch das, was wir entscheiden, was wir tun. Immer wollen uns negative Dinge anziehen. Und negative Dinge lösen in uns ein bestimmtes Verhalten aus. Es ist ganz wichtig, dass du verstehst, dass du das wieder ganz neu für dich ergreifst, dass du sagst, stimmt, ich will meine Augen auf Jesus fixieren. Er hat ein Werk in mir angefangen. Er ist jeden Tag an meiner Seite. Das ist seine Verheißung. Ich bin bei dir. Fürchte dich nicht. Ich bin bei dir. Schau mich an, schau das Werk an, was ich an dir tue. Schau mich an, fixiere deine Augen auf mich. Und wenn du das tust, wirst du merken, wie neue Glaubenszuversicht in deine Umstände hineinfließt. Vielleicht bist du jetzt in Umständen, wo du ganz, ganz dringend diese Hilfe im Glauben brauchst, wo du ganz neu dieses Standing im Glauben brauchst, wo du sagst, ich muss unbedingt wissen, was Gott über meine Situation sagt. Fix your eyes, halte deine Augen fest, fixiere dein ganzes inneres Sehen auf das, was Jesus tut in deinem Leben. Wenn du an diesem Punkt bist, möchte ich mit dir ein Gebet beten. Ich lese dir das vor und du kannst dich mit mir darin eins machen, in dieser ganz neuen Festlegung, in diesem Fixieren auf Jesus. Herr Jesus, ich will mich heute dafür entscheiden, den negativen Dingen, den Bildern und Vorschlägen, den Stimmen der Welt in mir keinen Raum mehr zu geben, keine Herrschaft den Ängsten und Befürchtungen. Den negativen Gefühlen lasse ich keinen Raum mehr. Ich öffne meine Herzensaugen gerade jetzt für dich. Ich richte meine Augen auf dich und ich weiß, du bist mein Versorger, mein Anfänger und Vollender in meinem Leben. Danke, Herr Jesus, dass du dieses Werk in mir tust und mich ans Ziel bringst. Gott hat mehr für dich.